Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Es wird langsam Nacht, das ist scheiße. Olga, wir reden erstmal mit dem hier. Danke, das sieht gut aus. Wärt ihr so freundlich, die Ernte direkt zu unserem Laden zu bringen? Kann ich machen. Wir werden sowieso gleich geportet, ne? Ja, komm. Wir können aber direkt zum Regalia. Regalia. Ich merke es jetzt erst, dass es ein Regal ist. Das ist ein IKEA-Auto. So. Wir steigen ein und er sagt, das ist viel zu spät, Alter. Komm, tu's mir. Tu mir den Gefallen. Wobei, wir können auch. Was ist das denn? Kann ich doch direkt hinreisen, oder? Achso. Ja. Vergesse es jedes Mal. Wie heißt das Ding? Kautes Raststätte. Okay, Parkplatz. Kautes, gibt's nicht. Raststätte Kautes, okay. Das ist nur andersrum. Lasst nichts liegen. Keine Okay. Schnellreise. Oi. Sag mal, Noct. Was ist? Hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Ja, komm. Du nörgelst ja sonst eh nur rum. Also gut. Sauber, ab ins Bett. In Ordnung. Naja. Gut. Fahren wir wieder zurück. So fragt sich nur, wo wir hier pennen können, ne? Gehen wir erstmal in den Laden. Ja, oder laufen. Ich treffe das Loch nicht. Was ist denn los mit mir? Endlich sind wir da. Also, ich kann mir nur Sachen kaufen. Ich habe gar nichts gekauft. Trotzdem dankt er mir. Naja, gut. So, wo ist hier das nächste Bett? Ich glaube, da hinten, da sehe ich das gerade, oder? Ja, da ist der Wohnwagen. Der ist aber nicht auf der Karte. Egal. Doch, jetzt ist er auf der Karte. Ab ins Bett. Mal gucken, was wir die letzten Tage so erlebt haben. Die Zeit verrennt so schnell. Und das mit 0 Tage vergangen, verstehe ich einfach nicht. Yay! Jetzt sind die anderen auch endlich Level 20. So. Chocobo. Er macht ein Selfie. Da sehen wir den wilden Chocobo. Die Sonne scheint, ich habe Wintersachen an. Cool. Da hat dein Hintern fotografiert. Gutes Foto. Oh, da sind wir bei den Chocobos. Ja! Ich liebe Chocobos. Teilen. Ja, bitte. Die PlayStation weiß einfach, was ich schreiben will. Ich habe nur geschrieben, ich liebe. Und dann hat er mir schon Chocobos vorgeschlagen. Und sogar der Smiley. Jawohl. So, was haben wir hier noch? Ach, Bohnen sammeln. Cool, sehr, sehr elegant. Ach, cooles Bild. WTF. Oh Mann. Ah, der Morgen. So, dann wollen wir mal zur Raststätte fahren. Da wird ja noch ein Auftrag sein. So, da werden wir müssen sowieso mal langsam wieder ta tanken. Wir haben noch ein Drittel unseres Tanks, das ist nicht viel. Ach, da können wir wieder ein Foto Wir schießen. sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Ich habe noch genug, soweit ich weiß. Dann sag mir nicht, was ich zu tun habe, ja? So, Tank ist wieder voll. Wunderschön. Warum ich die ganze Zeit rumstöhne dabei, weiß ich nicht. Ich muss anscheinend sehr anstrengend sein, zu tanken. Und da hinten haben wir eine Quest. Ist das nicht wieder der Jäger? Das ist der Jäger. Hallo Jungs, ich will euch nichts aufdrängen, aber falls ihr gerade nichts zu tun habt, könntet ihr wieder auf Markensuche gehen. Zwischen Stein und Fels, Erkennungsmarke finden. Also ganz ehrlich, das ist doch echt. Oh. Ein bisschen lame, ne? So. Aufgaben. Wir haben zu viele Aufgaben. Das überfordert mich, ganz ehrlich. Wir sollten ein paar Quests abgeben. Da müssen wir abgeben, ne? Der Panzerknacker. 15, perfekte Landschaft. Eilieferung. Aber wieder schon erledigt? Ja, habe ich schon. Also, ein Hammerhead haben wir schon ein bisschen was.
Da müssen wir auch noch hingehen. So, das haben wir erledigt. Hier, längst kein altes Eisen. Venom versucht neue Liefertouren zu erschließen, doch der Jäger, der sich darum kümmern sollte, meldet sich nicht. Vielleicht gelingt es Noctis und seinen Freunden mit ihrer Jagderfahrung ja den Vermissten aufzuspüren. Ja, komm, machen wir das hier. Obwohl, oh nee, das andere war 15, ne? Wir müssen zuerst die kleinen Level durchgehen. Ein Motel, hallöchen. Ich hoffe, hier ist keine Quest, ich habe nämlich schon zu viele. Ich kann mich jetzt schon kaum konzentrieren. Da ist schon wieder diese komische Vogelfigur. Warum ist die überall? Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Was haben wir denn hier? Ja, ja. Dann halt ne. Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute bei einem Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. Achso. Ja, gut. So, Flammenzunge haben wir schon ausgerüstet, ne? Das ist ja für uns. Wir sollten erstmal unsere Sachen klären, bevor wir den anderen Sachen geben. Kaufen wir erstmal einen davon, ne? Wir sind im Geschäft. Dann Mithrilmesser, einen davon. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Geld. Um quasi Mithrilpistolen zu kaufen. Dann für den Dude das hier. Und ich glaube, der andere hat das hier benutzt, ne? Ja gut, und schon bin ich pleite. Cool. Bin arm. Aber ich habe ja noch meine wertvollen Sachen. So wie hier. Ein verrostetes Metallstück. Ausrüstung. Noctis. Flammenzunge bleibt. Hier gehen wir auf. Achso. Claymore. Ups, nein, das war falsch. Rächer, kriegst du die Mithrilmesser. Zack. War doch richtig, ne? Okay, gut, perfekt. So, Sturm, Stufe 6. Ach, das ist das Kommando. Ach, der hat später noch mehr. Ah. Du kriegst auch ein Claymore. Du kriegst Mithrilmesser. Du kriegst natürlich Mithrilpistolen. Und schon sind wir alle glücklich, weil wir jetzt immens viel Damage machen. Perfekt. So, die Quest befindet sich da hinten, ne? Hallo. Hast du einen Vertrag mit Venen in Lestalum? Ja, wieso fragst du? Weil man dir anscheinend Vertragsbruch vorwirft. Ach was. Also, die Waren sind nicht das Problem. Aber die Route, die ich nutzen soll, ist gespickt mit alten Wildfallen. Die sind höllisch gefährlich. Ich bin immer noch dabei, die Fallen zu entschärfen. Richtig. Warum helft ihr mir nicht einfach dabei? Längst kein altes Eisen. Alte Fallen entschärfen. Oh, das ist neu. Gib mir ein Schokobo. Yeah! Ups. Ups. Also dann? Auf geht's, Freunde. Ich kann übrigens auch sprinten, das habe ich, galoppieren, besser gesagt. Das habe ich letztens, mitbekommen. Laufe ich ein bisschen schneller, aber ich verbrauche Ausdauer. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Hier müsste es sein. Haltet nach alten Fallen Ausschau. Okay, Fallen. Wenn ich eine Falle wäre, wo wäre ich? Erstmal müsste ich absteigen. Hier müsste es sein. Haltet nach alten Fallen Ausschau. Braver Junge. Wir müssen erstmal herausfinden, wie so eine Falle aussieht, ne? Alte Fallen. Alte Fallen. Wie könnte denn eine alte Falle aussehen? Ein Stock und ein Stein, ja. Ah, da! Gefahr gebannt. Das war 1 von 5. So sehen, das sind also Bärenfallen, die hier auf dem. Okay, müssen wir eigentlich nur auf den Boden gucken, ne? War eigentlich recht easy. Sieh eine. Aha.
Das war Nummer 2. Eine weniger. So, fehlen nur noch 3. War da irgendwas gerade? Ich konnte mit irgendwas interagieren, oder? Achso, da hinten liegt was. Und davor ist eine Falle, boom, tot. Sandstein. So. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Warum habe ich so viel Kopfschmerzen? Hulda Muskat. Okay. Was auch immer ich damit machen kann, will ich es wahrscheinlich kochen. Aber nur eine Annahme. Wieso sind die Karten nicht auf der Map verteilt? Und wieso kann ich hier so viel aufheben? Riesenvogelfeder. Weil die Schweine haben das bestimmt hier in diesen fetten Büschen versteckt. Wenn man bloß reintritt. Ah. Aber da auch nicht. Okay, wir sehen. Das heißt, hier hinten muss aber eine Falle sein. Das ist bestimmt ein Kreuz. Ha! Ich wusste es. Unter der Mitte ist der Schatz versteckt. Oder der Tod. Gut, die ist entschärft. So, fehlen noch 2. Aber wenn ich das jetzt richtig deute, dieses Rätsel, dann muss ich hier eins befinden irgendwo. Fotografieren ist für dich nicht nur ein Hobby, oder? Ja, Noct. Lass uns die Fotos verkaufen und reich werden. Was? Wer soll die denn bitte kaufen? Gibt bestimmt Gefahr gebannt. Ach, das Gespräch. So. Jetzt fehlt nur noch einer. Huch. Was seid ihr denn für welche? 100 Fuß? Hehehe. Tja, ich bin gut geworden, mein Freund. Dafür müsste ich aber erstmal was sehen, scheiß Kameraführung. Vorsicht! Bin ich jetzt vergiftet? Nein. Ach, das macht Schaden, ja? Okay. Dankeschön, das wusste ich nicht. So weit. Sorry. Stimmt ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Bäh. So, meiner Logik zufolge müsste hier jetzt die letzte Falle sein. Da haben wir nämlich ein schönes X, ein Kreuz. Lass mich dich im Stich spielen. Bestimmt dahinter oder so. Das war ja klar, die Schweine. Aber es war so, wie ich es mir gedacht habe. Es ist ein Kreuz. Gut, die ist entschärft. Das waren, glaube ich, alle. Die Route ist sicher. Das hätte er auch selber machen können. So krass war das jetzt nicht. Das ist ernst. 34? Ach du Scheiße. Und nicht du. Das könnte heikel werden. Uns hält das. Dokobosause. Woo. Keine Ahnung. Wir müssen mal versucht zu arbeiten. Not. Kritisch? Ach du Scheiße. Auf! Ah, tut mir leid. Obacht. Ich schaff das schon. Okay. Jetzt hast du es verdient zu sterben, Bro. Jetzt hast du es richtig verdient. Nicht. Wie er sich da einfach hinlegt. Okay, ich laufe. Das Ding ist zu krass. Das tötet uns. Ignis sieht nicht besonders fit aus. Was ist denn das für ein krasses Viech? Es war gerade mal 24. Das hat uns einfach gekillt. Instant. Alle 4. Boom, tot. Alter. Krass. Da wären wir. Keine Chance. Das Ding verliert nicht mal Leben. Und es verfolgt mich irgendwie. Das ist das zweite Mal, dass wir es getroffen haben. Eines Tages, Freunde, wenn es kommt,
bringe ich es um. Ich sag's euch, ich bringe es um. Recht herzlichen Dank. Jetzt kann ich meinen Vertrag mit Wienen erfüllen. Falls ihr mal wieder nach Lestallum kommt, dann grüßt den guten Mann doch bitte von mir. Viel Spaß beim Sterben. Die Route ist nicht sicher. Das ist ein krasses Monster. Oh. Recht herzlichen Dank. Jetzt kann ich meinen Vertrag mit Wienen erfüllen. Hör auf dich zu wiederholen. Falls ihr mal wieder nach Lestallum kommt, dann grüßt den guten Mann doch bitte von mir. Ja, mach ich. Okay. Fettes Monster, werde ich Angst vor haben immer. Gut, von welcher. Ja, gut, das werden wir niemals hinkriegen. 14. Die Eierlieferung haben wir ja schon erledigt, ne? Glanz auf Rädern haben wir. Das haben wir. Omnibus Interruptus machen wir als nächstes. Und die Pilgerfahrt müssen wir auch noch machen. Na gut. Wow, Wahnsinn. Heilige Allerdings. Scheiße. Wie krass sieht das denn hier aus? Hohoho. Cool. Alter, wenn man über diese Brücke fährt. Allein die Jungs, die das gebaut haben müssen, diese Brücke. Alles Größenwahnsinnige. Wir sind in der Natur angekommen. Krass, hier ist einfach pure Natur. Ich finde das cool, wie sie die Map einfach mal ein bisschen, weiß nicht, ausgeglichen haben. Wieso packen wir hier? Noch voll lange dahin. Dass es hier mal eine riesen Stadt gibt, Meteorzentrum, Wald, hier gibt's alles. Na dann, sehen wir uns mal um. Es sind noch 300 Meter. Toll. Lauf mal zu Fuß. Runterspringen ist wahrscheinlich auch keine Alternative, oder? Wir müssen aber bestimmt runter, ne? Komm, wir springen runter. Geronimo! Geronimo! Okay. Ihr seid mir ja Scherzkekse. Wie soll ich denn da runterkommen? Ach Gott. Wieso benutze ich eigentlich nicht mein Schokobo? Ich glaube, wir müssen hier übernachten. Ah, diese... Scherzkeks! Bin gerade die ganze Strecke lang mit dem Chocobo durchgelaufen. Und dann ist hier einfach eine scheiß Treppe. Dreh durch. Und damit endet noch ein Tag. Naja. Können wir wenigstens was essen. Und uns für morgen vorbereiten. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Null Tage vergangen. Ich verstehe es immer noch nicht. Wahrscheinlich werden wir manchmal eine Reise machen müssen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Maximum kritische Trefferchance 30. Ich glaube, ich nehme heute das hier mal. So eine gute Suppe. Was? Chocobo? Der Klassiker unter den Chocobo-Leckereien. Ach, den Schokobo müssen wir auch essen geben. Okay. Dicker Eintopf mit gereiftem Fleisch. Oh, das sieht gut aus. Ich muss schon sagen, das Essen fürs Essen haben die sich echt die Mühe gegeben, ne? Oh, ich schlafe in meinem Schokobo. Ist das süß? Mit einem Löffel in der Hand. Okay. Gutes Foto. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Oh Gott. Das war echt nicht gut. Das teilen wir. Fast gestorben. Gerade noch rechtzeitig geflüchtet und ich habe fast geschrieben. So, jetzt aber.
Ja, Freunde, das war's auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir ruhig einen Daumen nach oben. Das hilft nicht nur meinem Channel, sondern motiviert mich für mehr. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn wir Omnibus Optiruptus machen. Interruptus, nicht Optiruptus. Haut rein, euer Zero. Tschüss.